Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück auf einem Fischmarkt. Na, Hä? wie wär's mit einem Fischlein? Ja, nee, die wirken ziemlich platt. Also nochmal, hallo und herzlich willkommen zurück bei Sinking City. Wir sind am Fischmarkt, wir müssen dem EOD beitreten, die ja irgendwie scheinbar, angeblich, vielleicht so tun, wie wenn sie die Guten wären. Obwohl wahrscheinlich irgendwas am Arsch ist dabei. Was ist los? Ich diene der Seesage. Es befindet sich in der Hawkins Lane zwischen der Warren Road und der. Okay, da können wir, das können wir so machen. Zack. Warren Road und Liberty Road. Warren Road. Im West? Wie weit ist denn das weg? Achso, Warren Road? Und irgendwas mit Liberty Road. Liberty Road, da. Warren Road, Liberty Road. Hawkins Lane. Zack. Die Richtung. Wo können wir jetzt genau hin? Am besten rechts, links und rechts und wieder links. Rechts rum. Wenn wir dann zu denen können, können wir dann zu den Fischfuzzis. Ja, kann natürlich nämlich sein, dass diese Frau eigentlich nur normal ausschaut, weil bei dir der Ins-Maus-Look noch nicht fortgeschritten ist. Lassen Sie das! Entschuldigung. Weißt du, dass du voll hässlich bist? Fuck, laufe ich richtig? Ja. Ab und zu passiert sowas. Dass ich richtig laufe. Nicht oft, aber ab und zu. Türen teilweise, ne? Die ist wieder normal groß, die ist wieder übergroß. Warum kickst du gegen ein kaputtes Auto, Alter? Das Schlimme ist halt. Oh. Oh. Hä? Kaliber 45. Das Schlimme ist halt, ich dachte jetzt sagt ihr nämlich. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass wir Häuser finden, wo Gegner drin sind. Wo man mal Sachen looten kann. Oh fuck. Boah, Scheiß, was ist denn hier los? Oh hey, was geht so ab? Tschüss. Die Frage ist hier nur das eine Vieh? Oder gibt es zufällig auch kleine? Naja, was geht so ab? Oh nein, es will mich. Keine Ahnung, was es will. Geh mir nicht auf den Sack. Du schaust irgendwie gerade voll komisch aus. Bisschen erholen. Oh. KL, mein geschätzter Herde, ich glaube, Kaul hat uns im Stich gelassen, sofern dieses Wesen wirklich existiert. Müssen wir voll Angst und in einen Wahnsinnverfall sterben? Dabei wäre der Tod nach der Sintflut, die der Zeit Noahs ermöglicht, in nichts nachsteht. Doch ein gnädiges Schicksal, eines ist gewiss, auf unseren Leichen werden keine schönen Blumen sprießen.
Die See winkt mir auf eine verlockende Weise zu, wie es die Bibel nie getan hat. Seit ihr salziger Leib zum ersten Mal Bestien gebar und zu uns brachte. Bald werde ich mich der See hingeben und ihre salzigen Taufatem mit meiner Lunge einatmen. Möge sie uns allen die Anmaßung vergeben. Euer Hirte, Reverend Zachariah James Baker. Wollen wir uns zum Abtreiben? Ist der schon wieder oben? Hey, du Sau. Komm her. Ey, warte, hör doch auf, im anderen Weg zu gehen. Geht's einfach in den Keller runter, du kannst mich. Ist auch nichts mehr zum Mitnehmen, ne? Schade, schade, schade. Hallo, kannst du dich beeilen, bitte? Ich hab den ganzen scheiß Tag Zeit. Bringt er jetzt seinen Arsch nicht hier runter oder was geht ab? Da ist er doch. Ey, mein Freund. Was geht so ab mit dir? Hör auf zu versuchen, mich zu verarschen. Aufrennen, weil der eh eine Stunde braucht, bis der kommt. Ist hier noch irgendwas? Nee. Wow! Die Kiste kann ich auch nichts rausnehmen. Irgendwo war doch noch was hier. Mehr kann ich nicht tragen. Hey, was geht ab? Oder meine Patronenhülsen? Patronenhülsen sind voll. Hä? Okay. Jetzt habe ich alles voll. Wow, wir könnten dem Vieh jetzt so in den Arsch drehen. Naja, komm. So, nochmal nach. Warte, warte, warte. Ah, ne, da ist nichts. Hier. Hier kann ich nicht tragen. Von was denn? Was ist denn jetzt das schon wieder? Keine Ahnung, Gewehrmunition? Könnte natürlich sein, ne? Ah ja, dann ist es eigentlich durch. So, ein kurzer Abstecher noch nach unten. Okay, ne, das war nichts. Kann ich da einfach hochklettern? Hahaha, voll verarscht, du dämlicher Lutscher. Hier frisst die Typen, die wo hier rumraufen. Für die interessiert sich eh keine Sau. Ich meine, die kriegen eh nichts mit. Die schlauste KI ever. Eigentlich könnte man einfach daherfahren und passt schon. Soll das eigentlich immer sein? Achso, befallenes Gebiet, ja, ja. Warte, Sie so einen Neuankömmling. Drock, verschwinden Sie! Was glotzen Sie so einen Neuankömmling? Ach nee, das ist wieder so ein Typ, Alter. Nee, lass mal lieber. Wenn ich den abknall und der wieder so eine Knarre hat, bekomme ich dann den seine Waffe. Mach ich eine interessante Frage. Oh, warte, was ist hier? Schießpulver, Patronenhülsen. Was ist schon wieder?
Schießpulver. Oh. Warum ist hier noch nichts aufgetaucht? Ah, Schnauze. Oh, es ist ein Wildbeast. Komm her. Du bist es doch. Was ist das schon? Ne, da ist noch eins. Hallo? Hä? Ah, oben. Oh, was ist das? Munition Kaliber 38. Bitte nicht stören, ich sammle gerade. Also auf jeden Fall läuft noch irgendwo eins rum. Als ob ich vor euch Drecksviechern Angst hab. Überraschung! So gefällt mir das. Vor allem, wie sie sich schön vor der Tür sammeln. Auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass die zu dumm sind. Okay, dann halt nicht. Zu dumm sind, Türen aufzumachen. Drohnenhülsen. Irgendwelche Noten. Okay, mein Detektivspürsinn sagt mir, hier hat jemand gelebt. Aha, aha. Vor allem will ich mich noch beschweren, Alter, dass ich überall... Okay, es war ein Fotograf. Ist da was drin? Ja, ist hier jetzt nichts, wo ich... Die Kiste schaut mir suspekt aus. Na? Auch nix. Ist ja voll doof. Ich dachte, hier wäre irgendwas. Nee, dann halt nicht. Alles war umsonst. Alles war umsonst. Wenigstens haben wir Kamuni verschwendet bei den Drecksviechern. Jetzt will ich gerade sagen, was zur Hölle steht denn da? Was suche ich eigentlich nochmal nach dem Lagerhaus, ne? Das war definitiv kein Lagerhaus. Ja, der Typ schaut danach aus. Gibt's hier was für Sie zu tun? Ich diene der See. Anna schickt mich, um den Einbruch von neulich zu untersuchen. Der See sei Dank. Endlich. Ich bin Daryl. Daryl Grimes. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie wär's, wenn du dich, keine Ahnung, irgendwo ertränken würdest? Sagen Sie mir, was hier passiert ist. Können Sie mir schildern, was genau vorgefallen ist? Jedes Detail könnte wichtig sein. Ja, da gibt's leider nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall war es ein Mann. Hat sich reingeschlichen, als ich oben war. Wollte sich den Fisch krallen. Aber ich hab ihn gehört. Hab versucht, ihn mit einer Harpune zu erwischen. Aber bei Cowhill, im Dunkeln, habe ich ihn verfehlt. Diesen Dane. Was ich nicht verstehe. Warum etwas stehlen, das man umsonst haben kann? Ja, das ist in der Tat rätselhaft. Können Sie den Einbrecher beschreiben? Wie hat der Einbrecher ausgesehen? So groß wie Sie war. Also, nicht sehr groß, aber... Auch nicht sehr klein. Ganz normal halt. Nur seine Glatze ist mir aufgefallen. Sein kahler Schädel hat ausgesehen wie ein poliertes Ei. Das Mondlicht hat sich auf der Kopfhaut gespiegelt. Und was hat er gestohlen? Nichts. Hab ihn rechtzeitig fortgejagt. In welche Richtung hat er sich davon gemacht? Weiß ich nicht genau. Der war deutlich schneller als ich.
Was soll das Theater mit der Losung? Anordnung von denen da oben. Weiß nicht warum. Will sie nicht nerven. Das war für den Moment alles, Mr. Grimes. Ich muss mich jetzt an die Arbeit machen. Hier, der Schlüssel. Möge die See sie segnen. Lieber nett, sonst schaue ich im Moment noch aus wie du. Wow, die Harpune hat sich durch das solide Holz gebohrt, als wäre es Pappe. Naja, das Ding ist spitz. Hä? Was soll der Käse jetzt? Wildbeester? Oh oh. Ah, du. Keine Drecksau. Oh, Scheiße. Okay, ich bin fast tot. Nein, lass mich in Ruhe. Du hast dir nichts verloren. Scheiße, warum steht er jetzt plötzlich da? Oh ja, gib mir Stoff. Stirb doch einfach. Verdammt nochmal. Warte mal. Machen wir uns noch ein bisschen Stoff rein. Oh, ja. Oh, geiles Gucken. Warte mal, Inventar. 1, 2, 3, zack. Ich find so viel Scheiß, Alter. Was ist das da? Eine interessante Flasche. Sieht so aus, als stamme sie aus irgendeinem Labor. Unten befindet sich eine Art Pulver. Anfassen sollte ich es nicht. Könnte gefährlich sein. Ich muss mal schnupfen, vielleicht bringt's was. Was ist da? Kann ich mehr tragen? Das Ding ist mausetot, aber ich kann keine Verletzungen erkennen. Schaut auch aus, wie wenn es einen Fisch gefressen hat. Achso, ich muss X drücken. Aha. Erst hat das Tier den Fisch gegessen und jetzt ist es tot. Das ist besorgniserregend. Meine Sache ist eher, das Ding Tier zu nennen. Das ist eine Ratte? Nein, das ist ein... Warte mal. Ist das ein scheiß Hummer? Holy shit. Was ist denn jetzt los? Hä? Keine Ahnung, klau dir das Zeug erstmal. Aha, aha. Was haben wir denn da? Hör mal auf, den Fisch zu knuschen. Was ist denn hier los? Ich habe Fragen. Was? Nur weil die kleinen Folterkeller hier, der scheinbar hinter Magie versteckt ist? Kann ich mir nicht vorstellen. Was haben wir hier oben, ihr Säcke, ja? Was versteckt ihr? Versteckt ihr noch mehr? Alkohol. Der Kerl scheint sein Hobby ziemlich ernst zu nehmen, dem ganzen Werkzeug nachzuurteilen. Oh. Fein gearbeitet. Als Kind hätte ich damit meine hellste Freude gehabt. Zumindest in fertigem Zustand. Ja, so unfertig. Oh, warte. Schaut es jetzt auch nicht aus.
Brief des Weißen Hauses, liebe Mr. Grime. Wir können Ihnen gar nicht genug dafür danken, was Sie für die Kinder tun. In diesen finsteren Zeiten ist Ihr Spielzeug wie ein warmer Sonnenstrahl. Jeden Tag bieten wir für Ihren Wohlergehen und hoffen, dass Sie uns eines Tages besuchen werden. Das gesamte Personal, natürlich auch die Kinder, können es gar nicht mehr erwarten, unseren Wohltäter persönlich kennenzulernen. Daher zeigen Sie bitte keine Scheu und kommen Sie, sobald es Ihnen möglich ist. Auf ewig in Ihrer Schuld, Leitung des St. Jerome's Weißen Hauses in Oakland. Was ist jetzt los? Was muss ich jetzt hier für einen Fall nachstellen? Nur noch ein bisschen mehr. Oh nein! Ach, der vergiftet den Fisch. Den Fisch vergiftet die Sau. Ich hoffe, Professor Westerbrook wird nie davon erfahren. Ja, dämliche Glatze. Ist das der Glatzenmann, der glatzen kann? Hä? Achso, ja, und oben ist es dann der. War der hier? Komm zurück, du Dieb. Dann zeige ich dir, dass man sich nicht mit uns anlegen sollte. Haben wir jetzt alles? Ah, lass mich gerade, es gibt noch ein viertes oben. Aha! Verfluchte Plagegeister. Das Meer soll sie holen. Okay, dann wollen wir mal sehen. Tja, also würde ich mal sagen... Ich hoffe, Professor... Nur noch ein bisschen mehr. Oh nein! Na, mach doch! Verfluchte Plagegeister. Das Meer soll sie holen. Ja, das Meer. Und vier. Komm zurück, du Dieb. Dann zeige ich dir, dass man sich nicht mit uns anlegen sollte. Ein Mann brach ins Fischlager ein, vergiftete den Fisch mit einer unbekannten Substanz und verursachte ein Geräusch, wodurch die Wache alarmiert wurde und ihn verjagte. Hätte ich dir vorher auch schon sagen können. Und? Was Interessantes gefunden? Sicher. Der Kerl ist nicht gekommen, um etwas zu stehlen, sondern um den Fisch zu vergiften. Bei der See. Sind Sie sicher? Nun ja, alles deutet darauf hin. Oh, Karl, das ist furchtbar. Bitte sagen Sie Anna nicht, dass es meine Schuld war, sonst lässt sie mich vierteilen. Keine Sorge, ich werde nichts sagen. Sie scheinen ein anständiger Kerl zu sein, Daryl. Danke, Mr. Reed. Hier, das ist für Sie. Als kleine Gegenleistung. Passen Sie gut auf sich auf. Dennoch, ich habe einen Fehler gemacht und verdiene eine Strafe. Ich werde einen ganzen Monat lang ohne freien Tag Wache schieben. Ich verspreche es Ihnen. Na schön, dann will ich Sie mal nicht von Ihrem edlen Vorhaben abbringen. Ich bin unten auf einen geheimen Raum voller Fesseln und Ketten gestoßen. Sieht aus wie eine Folterkammer. Wissen Sie etwas darüber? Was? Reden Sie keinen Drock. Das kann nicht stimmen. Ich kenne diesen Ort wie meine Westentasche. Sie wissen, dass ich Detektiv bin, Daryl. Und falls Sie lügen, werde ich es früher oder später herausfinden. Ich habe nichts damit zu tun, Mr. Reed. Das schwöre ich Ihnen. Reden Sie mit Anna. Sie hat diesen Ort angemietet. Ich weiß von nichts. Gut. Ich rede mit Anna. Dann werden wir sehen, ob ihre Geschichte stimmt. Man sieht sich. Möge die See sie schützen. Kein Ding. Den mag ich, der war in Ordnung. Auch wenn er ein bisschen hässlich ist und so. Und mit bisschen meine ich total hässlich und voll der Fischkopf. Was ist mit meinem los? Der läuft nicht mehr richtig. Freigeschaltet? Ne, nur nicht, ne? So, dann porten wir uns doch mal. Warte mal, wo war's? Hier ist der Fischmarkt. Wieder dahin. Und schauen wir mal, was die Alte noch zu melden hat. Oder zu sagen hat.
Rockets Rock Mountain will, dass ich Professor Horrid Doe finde. Das wird bestimmt ewig jetzt dauern, bis wir da irgendwie außen rumkommen. Hey, Policeman. So viel wie Sie brauchen, kostet Sie keinen Penny. Trauen Sie sich nur, es ist genug für alle da. Ich habe Neuigkeiten bezüglich Ihres Problems mit dem gelagerten Fisch. Ich bin ganz Ohr, Charlie. Es sah lediglich nach Diebstahl aus. Jemand ist in das Lager eingebrochen, um den Fisch zu vergiften. Und offensichtlich hatte derjenige Erfolg. Zumindest teilweise. Mir ist klar, dass das schwer zu glauben ist. Aber ich habe eine Probe, bei der es sich vermutlich um das Gift handelt. Auch wenn ich das Gift noch nicht bestimmen konnte. Die See schütze uns. Wie schrecklich. Wer ist nur zu so etwas fähig? Und warum? Das weiß ich nicht. Aber ich will versuchen, es herauszufinden. Wir dürfen keinen Fisch mehr verteilen. Jeder muss davon erfahren. Kauil weiß, wie viele Leute bereits vergiftet wurden. Irgendeine Idee, wer das getan haben könnte? Haben Sie Feinde? Der EOD hat viele Feinde. Boshafte Menschen, die diese Stadt brennen oder in Blut ertrinken sehen wollen. Es könnte jeder gewesen sein. Die Polizei, der Ku Klux Klan, die See soll diese Leute holen. Oder sogar die Throckmortons. Wir waren diesen Affen schon immer ein Dorn im Auge. Was soll ich mit dem Täter machen, sobald ich ihn gefunden habe? Wenn ich Sie wäre, würde ich ihn an Ort und Stelle zur Strecke bringen. Auf die Polizei und die Richter ist dieser Tage kein Verlass. So war das nicht abgemacht. Ich bin Detektiv, kein Auftragsmörder. Da haben Sie auch wieder recht. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie ihn gefunden haben. Ich sorge dann dafür, dass Sie eine hübsche Belohnung bekommen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich werde sehen, was ich tun kann. Eine Sache geht mir nicht aus dem Kopf. Die Wache vor dem Lager. Was hat Daryl zum Tatzeitpunkt gemacht? Kämpfte wie ein Löwe. Daryl war wachsam und hat tapfer gekämpft, wurde jedoch außer Gefecht gesetzt. Wenn Sie mich fragen, wäre eine Lohnerhöhung angebracht. Ach, der gute alte Daryl. Zuverlässig wie eh und je. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich werde dafür sorgen, dass er belohnt wird. Auf Wiedersehen, Charlie. Ich habe im Keller Ihres Fischlagers einen Raum entdeckt, der verdächtig nach einem Kerker aussieht. Verzeihung. Was haben Sie entdeckt? Ein Kerker. Mit Ketten, Fesseln und Blut. Na, klingelt's? Ich weiß absolut nicht, wovon Sie reden, aber das klingt schrecklich. Wir haben das Lager erst vor wenigen Wochen angemietet. Grundgütiger. Ich werde dem Besitzer wohl einige unbequeme Fragen stellen müssen. Aha. Danke für die Information, Charlie. Man sieht sich. Ja. Yeah. Klar. Ich trau der Alten nicht. So, Vollmappe. Daryl Grimes, der Wachmann von bla bla bla. Fern und eine Flasche verbindet sich über Reste. Der Mann brach ins Fischlager ein. Das haben wir ja alles. Gedankenspiele. In Orgmund herrscht eine Hungersnot. Ohne die von IOD verteilten Fischvorräte stünde die Stadt am Rande einer Hungerkatastrophe. Aha, ich wollte bloß zurück. Das ist doof. Gedankenspiele, Laborflasche, Erwähnung eines Professors. Der Mann, der in das Fischlager des IUD eingebrochen ist, muss etwas mit der Universität zu tun haben. Ich muss der Universität einen Besuch abstatten. Die Wache hat vor Anna Angst. Hä? Okay, damit haben wir noch nichts. IUD verteilt kostenlos Fisch. Der große Menge Fisch aller Wahrscheinlichkeit nach vergiftet wurde bereits in der armen Stadtbevölkerung verteilt. Okay. Universität. Wo ist die Universität? Bibliothek? Rathaus von Ork. Ach Gott, ich depp, das ist doch. Ah. Oh, das ist doch die Uni. Nein, das war nicht die Universität. Verdammt, wo war die? Da oben. Okay, also doch schon wieder so spät. Ich bedanke mich jetzt wohl fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der Universität in der nächsten Folge. Macht's gut und Servus. Sollte vielleicht auch mal drücken, ne?